Zum Abschluss sollen nun nur noch die Überschriften im Text, also hier da vorne diese Zusammenfassung nicht, aber hier sowas wie Einleitung oder diese Überschrift hier nummeriert werden und dann diese Überschriften in einem automatisch erstellten Inhaltsverzeichnis im Text eingefügt werden. Dazu muss man folgendermaßen vorgehen. Das Erste, was man wissen muss, ist, das funktioniert nicht ohne Formatvorlagen. Ich brauche dazu eine spezielle Formatvorlage und dazu schalte ich mir erstmal mit Formatvorlagen das Vorlagenfenster an. Wie schon erwähnt, bei der neueren Version gibt es hier eben diese Seitenleiste, wo ich das hier ein- und ausschalten kann. Ansonsten funktioniert das bei den älteren Versionen nur über Format und Formatvorlage. Wir brauchen für die Nummerierung dieser Überschriften eine spezielle Vorlage mit dem Namen Überschrift 1, also 1 für die erste Ebene. Und diese finde ich hier jetzt nicht, denn ich habe ja diese Vorlage noch nicht verwendet. Also für den Fall, dass hier unten was anderes steht, hier habe ich jetzt gerade ausgewählt verwendete Vorlagen. Das heißt, diese Vorlagen kommen hier vor. Diese Abschnittsüberschrift war eine Ergänzungsübung für die schnelleren. Eventuell kommt das bei einigen nicht vor. Und jetzt muss ich aber nach einer bestimmten Vorlage suchen und das mache ich über alle Vorlagen. Und da werden eben alle Vorlagen angezeigt. Unter anderem suchen wir jetzt die Überschrift Nummer 1. So, und die ist diese hier. Ich weise diese Formatvorlage meiner Überschrift hier zu. Wir fangen mal oben an, indem ich diesen Absatz markiere und dann auf Überschrift doppelklicke. Und das gleiche mache ich auch hier. Ich muss also nicht diesen Absatz, also sprich diese Zeile in diesem Fall, ganz markieren, denn es ist ja eine Absatzformatierung. Und deshalb reicht es mir, wenn ich den Cursor drin stehen habe. So, jetzt muss ich wieder nach unten scrollen. Da ich aber diese Vorlage jetzt einmal verwendet habe, kann ich auswählen verwendete Vorlagen und dann geht das Ganze natürlich schneller. Und noch zwei weitere. Und das letzte, die letzte Überschrift. So, jetzt sind hier keine Nummern dabei. Keine Nummerierung ist angeschaltet. Was man natürlich jetzt versucht ist zu machen, ist, dass man einfach eine Zahl vorne dran schreibt. Viertens und so weiter. Das Problem aber bei diesen von Hand eingefügten Nummern, genauso wie bei der Nummerierung hier von einzelnen Zeilen oder Absätzen, ist, dass für den Fall, dass man irgendetwas verändert, die Reihenfolge verändert oder etwas ergänzt, man mit der Nummerierung von vorne beginnen muss. Indem man das automatisiert, führt das dazu, dass man weniger Aufwand hat, denn die Nummern werden automatisch angepasst. Um das jetzt zu machen, also die Nummern anzuschalten, gehe ich hier drauf, Rechtsklick auf Ändern und suche mir den Tab Gliederung und Nummerierung. Der ist jetzt hier gerade schon angeschaltet, weil ich das eben ausprobiert hatte. Und damit hier die Nummerierung angeschaltet wird, muss ich wählen Aufzählung Nummerierung und eine Listenvorlage. Die Aufzählung, die jetzt hier zu sehen ist, ist eine Sammlung von Vorlagen, von Formatierungsvorlagen für Aufzählung bzw. Nummerierung. Die sieht man auch, wenn man hier in diesem Abschnitt hier drüben sich alle vorhandenen Vorlagen zeigen lässt. Wir wählen die Nummerierung 1. Im Grunde genommen ist es nicht ganz so wichtig, welche man benutzt. Man kann diese Nummerierung 1, die ja eben hier auch verfügbar ist, auch nachträglich noch verändern. Die restlichen Sachen kann man lassen und dann einfach auf OK klicken. So, das Fenster mache ich wieder zu, beziehungsweise wenn es ein schwebendes Fenster ist mit dem kleinen Kreuzchen. So, und jetzt sieht man, dass automatisch meine Überschriften, also die Abschnitte oder Absätze, die ich mit dieser Überschrift 1 formatiert habe, alle eine Nummer haben, und zwar
entsprechend, wie es sich gehört. Wenn ich jetzt einen weiteren Absatz einfüge, nur mal gerade zum Zeigen und zum Testen, und sage, das ist noch eine Überschrift, dann müsste ich sie wieder formatieren mit Überschrift 1. Und da ich die Nummerierung schon angeschaltet habe, würde das automatisch auch gleich nummeriert werden. Und hier, das passt sich eben automatisch an. Gut, das mache ich jetzt rückgängig, da das ja nur zur Demonstration war. Steuerung Z zur Erinnerung. Jetzt fehlt noch das Inhaltsverzeichnis. Das geht glücklicherweise eben auch ganz leicht. Vor allem muss man eben die Überschriften nicht von Hand zusammensuchen, wenn man diese Formatierung verwendet hat. Ich füge einen neuen Absatz ein, gehe also in die nächste Zeile und suche mir im Menüpunkt Einfügen den Punkt Verzeichnisse. Hier haben wir. Und zwar Verzeichnisse im Gegensatz zu Verzeichniseintrag. Das brauchen wir hier nicht. So, es kommt jetzt ein Dialogfenster, in dem man verschiedene Sachen einstellen kann. Wir brauchen hier oder wollen hier nur Verzeichnis verwenden, diesen Bereich hier. Man könnte jetzt noch hier etwas verändern. Wir lassen das aber, müsste eigentlich soweit passen. Verzeichnis erstellen für das komplette Dokument. Gliederung und Verzeichnismarkierung kann man so lassen. Und mehr muss man nicht machen. Das Ganze wird jetzt automatisch erzeugt. Da das Ganze automatisch erzeugt ist, kann ich hier auch nichts drin verändern. Also das ist eingestellt oder ist eingestellt beim Formatieren. Wenn ich etwas ändern will, klicke ich hier im vorderen Bereich, also hier unten geht das auch, auf Verzeichnis bearbeiten. Oder für den Fall, dass ich weitere Seiten bzw. Überschriften eingefügt habe, auf Verzeichnis aktualisieren. So, und das war's schon. Um nochmal gerade zu zeigen, natürlich sehe ich hier von diesem Rahmen in der Druckvorschau nichts. Das heißt, man sieht lediglich diese Überschrift Inhaltsverzeichnis und die Aufzählung der entsprechenden Punkte mit Seitenangaben, wobei wir das allerdings natürlich nicht vorgegeben haben, aber bei diesen wenigen Seiten kann man das natürlich selber zählen.